Hi Leute, ja, was? Das war jetzt total der verkackte Anfang. Egal. Ja, heute ist so viel passiert, das Video kann ich heute eigentlich gar nicht alleine machen. Josef. Das stimmt allerdings. Was? Das stimmt allerdings. Ja, Josef ist heute jetzt, morgen, heute und morgen, also Donnerstag und Freitag hier. Dann hast du noch 2 Tage in Schelzhagen. Ja. Er ist geschafft. Und dann ist es vorbei. Ja, wir hatten heute, glaube ich, weiß ich nicht, grob gepeilt 6 Termine oder so. Ja, mindestens. Und haben nebenbei noch hier die ganze Bude auseinandergenommen. Sieht man vielleicht so ein bisschen. Haben wir die Leisten abgenommen, um das Malern vorzubereiten am nächsten Montag. Und die Stühle abgerückt und Polster gereinigt und alles Mögliche. Und dann hatten wir heute, was hatten wir eigentlich alles? Das war das erste nochmal. Ach genau. Oh, der, ich weiß das schon gar nicht mehr, das war so viel. ja, diese Stadtplanerkarten, also ach ja, genau. Rostock-Karten, die werden jetzt irgendwie Juni gedruckt oder so und da werden wir auf jeden Fall auch drin sein. Also die grüne Kombüse wird da so eine kleine Anzeige haben und in der Karte markiert sein, wo das genau ist. Der war heute früh gleich da. Und der hat auch so eine kleine App mit drin. Also es ist nicht nur so ein Stadtplaner, sondern auch gleichzeitig mit App verbunden, dass man quasi übers Handy halt auch gucken kann, wo wir zu finden sind oder andere. Ja, also auch online im Endeffekt. Dann, genau, dann habe ich ja schon erzählt, die Bärbel vom Rock TV war heute hier und hat ein kleines Filmchen mit uns gedreht. Bin ich sehr gespannt drauf, was daraus geworden ist. Es ist immer recht einfach, in die eigene Kamera zu sprechen, so wie jetzt, und das selber zu schneiden, aber da war es nochmal ein bisschen was anderes irgendwie. Also ich war sehr aufgeregt auf jeden Fall, aber ja, ich denke mal, es ist ganz gut geworden. Ich bin gespannt, sollte jetzt hoffentlich die nächsten Tage irgendwann rauskommen, werde ich auf jeden Fall hier auch nochmal ankündigen im Tagebuchvideo und das verlinken und so weiter. Was war denn dann noch? Wo haben wir jetzt? Ach genau, dann habe ich halt das Video hochgeladen bei Pinax. Du hast genau, den Gewerbeantrag abgeholt. Beim Gewerbeamt. Ja, wieder morgens, viel dazu gelernt. Morgens waren wir noch bei der Post und haben noch ein Postident abgeben müssen. Okay. Dazu gelernt, ja. Die beiden. Genau, wir haben noch von 2 neuen Rostockern einen kleinen Besuch abgestattet bekommen, die uns gerne unterstützen wollen. Das war auch noch zwischendurch. Dann kam noch die Mademoiselle Inga, vielleicht einige aus Rostock von euch kennen die vielleicht sogar. Die hatte im Rosengarten ein kleines Kiosk, hatte bis letztes Jahr irgendwann und hat jetzt noch eine Spüle abzugeben, die hoffentlich eventuell bei uns reinpasst und ein etwas größeres Waschbecken hat als das, was wir jetzt haben. Aber das haben wir, glaube ich, ziemlich abgekürzt in den Termin, das haben wir jetzt auf Dienstag verschoben, weil das war einfach zu viel. Da war noch unser. Ja, das ist viel geworden. Genau. Dann kam noch unser Gründungsberater spontan vorbei und wir haben noch mal ein bisschen alles durchgequatscht. Ja, das Gespräch war offenbar ganz gut mit dem Hello, unserem Gründungsberater. Ja. Der hat uns noch mal so ein bisschen, weiß nicht, Halt gegeben, weil es ja gerade mit der Bank so ein bisschen schwierig ist quasi. Jo, genau. Also wir sind jetzt wieder mehr frohen Mutes als vorher. Ja, und zu der Letzt kam jetzt noch die Marike, genau, die uns so ein bisschen beraten hat, beziehungsweise beraten wird in Sachen Innenraumdesign. Und hatte da schon ganz interessante, gute Ideen auf jeden Fall, aber sie muss das erst nochmal alles ein bisschen durchdenken und so weiter. Also bin ich sehr gespannt auf jeden Fall, was da noch alles rauskommen wird, ja. War ein voller Tag eigentlich. Ich habe heute nur diese komische Leiste heute abgemacht, den ganzen Tag über. Eigentlich hätte ich dafür nur ein paar Stunden gebraucht. Aber ja, war irgendwie mit 1000 Unterbrechungen heute. Ja, und die Wand ist jetzt soweit fast vorbereitet. So. Am Montag geht's los, da kommt der Maler. Genau, am Montag geht's los. Ja, Aktion plastikfrei streifen. Aktion plastikfreies Streichen. Läuft immer noch, also ich habe jetzt heute das Video, das wir hochgeladen, ganz kurz ist. Also, dass ihr uns gerne eure alte Bettwäsche und Laken und alles. Schlüpfer. Wenn sie groß genug sind, auch Schlüpfer herbringen könnt, damit wir hier das alles abkleben können, ohne ja, Plastikfolie kaufen zu müssen. Das wäre für mich super, wenn das klappen würde.
Und ja. Ich glaube, jetzt gehe ich nach Hause und esse erstmal Abendbrot. Oh ja. Oh ja. Feierabend. Feierabend. Morgen geht's weiter. Ja. Dann haut rein. Bis dann. Tschüss.